Ja, die letzten Tage hatten wir schon ein paar interessante Themen. Ich versuche mich kurz zu fassen, einfach auch zu ermutigen. Mein Ziel ist hier nicht die tiefste Lehre. Es soll trotzdem knackig sein, es soll trotzdem herausfordern. Aber ich will, dass es prägnant bleibt, dass du dich daran erinnern kannst, dass es nicht so viel ist, dass du es vergisst. Deswegen auch heute wird es ein ganz einfacher Vers bzw. zwei sein. Heiligt vielmehr den Herrn in eurem Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung, Rechenschaft, Apologia, Verteidigung des Glaubens. Der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Heute ist der Schwerpunkt. Seid allezeit bereit, eine Antwort zu geben, Apologia, den Glauben zu verteidigen, für die, die fragen, warum glaubst du überhaupt? Und damals gab es viele Götter, es gab eine Hauptreligion in Rom, aber die Christen hatten ein Problem, weil sie sagten, es gibt nur einen Gott und Kaiser ist definitiv nicht einer der Götter. Die haben Ärger bekommen, die wurden verbrannt, getötet, verfolgt. Und er sagt, wenn jemand dich fragt, sei allezeit bereit. Wir haben einiges über Wandel gesprochen in den letzten Tagen und Wochen. Wandel, ein guter Wandel, ein vorbildlicher Wandel. Und heute geht es darum, nicht nur Wandel, sondern lerne auch zu erklären, warum glaube ich. Und es gibt verschiedene Niveaus. Also jemand, der das gut erklären kann, wo man sagen würde, Samuel, du kannst das viel besser erklären. Komm mal bitte, ich habe ein Gespräch. Aber ich würde uns ermutigen, jeden Einzelnen. Ich glaube, es fängt damit an, dass du einfach das Evangelium mit deinem Zeugnis gebündelt erklären kannst. Wenn du sagen kannst, ich glaube an Jesus und ich habe erlebt, er hat mir vergeben. Er hat mein Herz geheilt. Er hat mich versöhnt mit meinen Eltern. Ich hatte mich verstritten mit denen, die haben mich verletzt. Mit meinem Ehepartner, mit meinen Vorgesetzten. Ich habe erlebt, wie Jesus meinen Blick verändert hat für Menschen. Wie ich plötzlich Leute lieben kann, die mir wehgetan haben, segnen kann. Wie ich Freude habe inmitten vom Sturm. Eine Verteidigung für den Glauben. Darum geht es heute. Lasst vielmehr Christus in euren Herzen wohnen. Indem wir ihm Platz geben, reden wir über Jesus. Und wir erzählen Leuten, warum wir an Jesus glauben. Wir erklären das. Das ist manchmal die Herausforderung, wenn du in der Kirche groß wirst, in der Gemeinde, dass du sagst, ich glaube wegen meinen Eltern, weil ich in den Himmel will. Ich kenne nichts anderes. Ich habe noch nie Islam oder so studiert. Ich glaube einfach. Ich will uns ermutigen, dass wir insbesondere, wenn wir in der Gemeinde groß werden, uns damit befassen, warum glaube ich? Dass wir nicht nur einen oberflächlichen Glauben haben, wo wir sagen, ich glaube, weil meine Eltern glauben. Weil das halt gut ist. Weil es sich gut anfühlt. Weil ich nichts anderes kenne. Sondern dass wir erklären können, weil ich Jesus erlebt habe. Weil Jesus durch sein Wort zu mir spricht, weil er mein Leben verändert hat. Deshalb glaube ich. Und wir können auch über gewisse Sachen reden, wie zum Beispiel das Argument, die Erde wurde erschaffen von einem Gott. Die Bibel hat 25.000 Dokumente aus der Antike, aus der Zeit von damals, wo wir beweisen können, die Bibel ist vertrauenswürdig. Sie wurde nicht verfälscht. Es gibt die Qumran-Rollen und so weiter. Wir könnten das benutzen. Das ist ein anderes Niveau. Und das ist auch in Ordnung. Ich finde das gut. Ich finde Debatten gut. Ich höre mir gerne Debatten an, wo man redet darüber, alles hat einen Ursprung. Ja, die einen glauben an den Urknall. Ja, wo kommt denn der Urknall her? Da muss ja auch irgendein Urknallanfänger haben, der das Knöpfchen gedrückt hat. Wir glauben auch an eine Art Urknall, dass alles aus dem Nichts anfing. Wir wissen, wer das gemacht hat. Durch Worte hat Gott die Welt geschaffen. Das sind auch Argumente, aber ich will erstmal anfangen, wenn du sagst, ich bin nicht so bewandert, ich lese nicht so gerne Bücher über Argumente, dann erstmal erklär das Evangelium. Und ich merke, da hapert es schon bei manchen Christen. Und dann dein Zeugnis gebündelt damit. Ich glaube an Gott, weil ich habe erlebt, ich war verloren, er hat mich gerettet, er hat mir vergeben. Und dann kannst du tiefer gehen. Ich glaube daran, weil ich sehe, dass die Bibel funktioniert. Also ich lese das. Und es kommt Segen in mein Leben. Man könnte auch sagen, es gibt andere Bücher, die funktionieren auch, das stimmt. Aber die anderen Bücher haben nicht den Anspruch, göttlich zu sein. Doch, der Koran. Okay, dann lass uns mal den Koran studieren. Lass uns mal das Buch der Mormonen studieren.
dann können wir da weitergehen. Und wenn du Fragen hast, du kannst gerne mit mir reden. Es gibt auch noch einen deutschen Apologetik-Kanal. Es gibt Werner Gitt-Vorträge, John Lennox-Vorträge. Das sind Sachen, die dir helfen können, wenn du Interesse hast, da tiefer zu wachsen. Aber wie gesagt, die Grundlage, fang erstmal an, über das Evangelium zu erklären. Ich will dich herausfordern, diese Woche, in den nächsten 7 Tagen, einmal das Evangelium auszusprechen. Manch einer hat vielleicht das im letzten Jahr noch gar nicht ausgesprochen. Und dein Zeugnis, deine Geschichte mit Jesus, gib das mal weiter. Allein das ist schon eine gute Übung. Und wir lesen, wenn wir das tun, dass die Leute, die schlecht über uns reden, verstummen sollen, weil sie sehen, wie wir mit Gott leben, wie wir sie lieben, obwohl sie frech zu uns sind, schlecht über uns reden auf der Arbeit, in der Schule, dass unser Vorleben mit den Worten gebündelt sie zum Schweigen bringen kann. Der Herr sei mit dir, der Herr segne dich und gebe dir Kraft und Mut. Und nochmal, es geht nichts ohne Übung. Du musst irgendwo anfangen und üben. Wie gesagt, guck dir ein paar Videos an. Ich tue vielleicht ein paar Videos unten drunter auch, die du einfach gucken kannst, die dir helfen. Wie kann ich denn mit jemand reden, der Atheist ist oder Moslem? Da gibt es ein paar gute Videos auf YouTube, die dir einfach helfen. Wie kann ich meinen Glauben verteidigen, einfach erklären?